Rebaru und herzlich willkommen heute zum Day 1 Battle 2 des vierten Spieltages der dritten Season der VDL. Wir haben uns ja im ersten Kampf gegen Leon durchgehext. Haben wir halt wirklich Glück gehabt, wirklich viel Glück. War auf beiden Seiten ganz schön hexlastig. Und heute bekommen wir es mit dem guten Dan Schildorf zu tun, der sein erstes Match auch gewonnen hat. Und ja, also ich kenne sein Team ja schon, so ziemlich so ein bisschen in- und auswendig, auch durch Testkämpfe. Allerdings habe ich da nie mit meinem Team gegen herangemusst. Das heißt, es wird jetzt mal eine spannende Geschichte. Und ich hoffe, also wir haben gegen ja wieder diesen. Das ist cool, die Kamera, ne? Sobald das Bild so richtig hell wird, bekomme ich so ein Greenscreen-Vibe. Das Ding ist nämlich, dass in diesem Blau sehr viele Grünpartikel drin sind und wenn umso heller das wird, umso krasser beeinflusst das diese Greenscreen-Herausforderung. Naja, wie dem auch sei, wir gehen ja unseren Triple-Mode letzten Endes. Ne? Wir haben unser Flamethrower-Colossal-Mode, wir haben unseren Flamethrower-Weakness-Policy-Mode, wir haben an sich Double-Dragon als potenzielle Möglichkeit, wir haben Morgrem immer als Möglichkeit für die Special Attacker, also wir haben sogar vier Modes letzten Endes, die wir laufen können. Und gegen Dan sehen so ziemlich alle ganz okay aus. Habe jetzt gerade gar nicht so im Kopf, ob er Mandibus die Woche mit hat. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was auch so Dragapult ein bisschen anarmen könnte. Und ja, auch mit V-Play, Weakness Policy, Real Boom. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Das Ding ist, ich habe halt auch einiges dagegen. Das heißt, ich kann Inteleon bringen, da habe ich Hydro Cannon drauf. Ich habe Steel Beam auf Duraludon, was ich Dynamaxen könnte. Was allgemein sein Team ganz schön hart pressured. Bandit Dragapult macht, denke ich, auch ganz gut Schaden mit Dragon Lord. Also ich denke, ich habe ganz gute Outs auch dagegen. Colossal, nicht zu vergessen. Also ja, hier sieht man jetzt nochmal diesen Sechser, den wir mitbringen. Also wir haben in Weakness Policy Rillaboom, ein Sash Inteleon ganz standardmäßig, allerdings diesmal kein Protect drauf, aber ist okay, ich habe Haze. Choice Scarf Duraludon, hauptsächlich für die Dragapult Matchups diese Woche. Choice Bandit Dragapult, weil ich einfach Bock hatte. Evilite Morgrem und Red Card Colossal. Das ist für den Flamethrower auf Colossal, Red Card Activated. Dragapult geht raus im Morgrem, was meist in diesen Dragapult Matchups ganz cool ist, falls du ein Dynamax Ghost Move abbekommst von dem gegnerischen Dragapult, dann wird er resisted und deinem Whirlwind wird halt komplett geblockt. Also ist ein ganz guter Pivot-Counter in dem Fall. Mal gucken, was er jetzt dabei hat. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich bin jetzt gar nicht so auf dem Schirm bei ihm. Gut, er hat Mandibus dabei, Heliolisk, Vileplume, Torkoal, Mudsdale und G-Max Hatterene, genau. Ich muss halt, was ich aufpassen muss, ist, dass ich diesen Sun Mode, weil ich den glaube ich. Ich glaube, da habe ich einen Fehler auch im Kalk gemacht. Ich hätte da wahrscheinlich Duraludon und 2v2 machen sollen. Ich habe den nämlich eigentlich nur auf Dragapult Speed creeped. Deswegen Jolly Dragapult, aber ist egal. Colossal auf Speed ist trotzdem. Ich glaube, Colossal sieht allgemein richtig geil aus. Muss ich zugeben. Ich frage mich, ob es Surfer auf Helio ist gerade dagegen, aber ich glaube, nee, wer hat es hier gegen mich gepreppt? Ich frage mich, ob ich das tatsächlich gleich machen soll. Nee, ich hebe mir das auf. Ich gehe Double Dragon. Das kann zwar auch richtig backfiren, aber ich denke halt irgendwie, dass er mit Hatterene needed. Und in the back. Will auch nie Dynamaxen sofort. In the back sieht tatsächlich Inteleon mit Willboom. Ich könnte auch die zwei nehmen tatsächlich. Ja, wir machen die Firma. Colossal
deckt halt den Rest ganz gut ab, den Intellion ja abdecken kann. Rillaboom an sich wäre gut gegen Mudsdale. Die Frage ist halt, welchen Mode er fährt. Das ist gerade nicht so ganz offensichtlich. Weil Dan hat auch in der Vergangenheit, obwohl es ein offensichtliches Trick Room Team ist, nie Trick Room benutzt war. Tatsächlich habe ich mit dem nicht gerechnet. Aber das liegt auch nur daran, so ein bisschen bin ich da ja auch ein bisschen bevorteilt, dass ich weiß, dass er mit den, also dass er hier Allies, also ich habe ihm den Tipp mal gegeben, spiel doch mal Allies Witch. Und mit Hatterene daneben, damit du gegen Dragapult ganz gut aufgestellt bist, weil der Phantom Fortress reingeht. Das Ding ist nur, ich kill das Ding halt mit Steel Beam, das habe ich gekalkt. Und ich kann halt theoretisch Instant Dynamax, wenn ich Bock habe. Und Doralo dann ignoriert halt auch den Allies Switch. Lässt ich nehme im besten Fall draus und außer es Dynamaxed. Dann schaffe ich es nie. Aber der Dragon Dance killt zumindest dann Sunny. Weil der ignoriert Hatterene. Oh, das ist wieder das Problem an Steel Beam. Das muss ich zugeben, weil ich verliere nämlich trotzdem die Hälfte meines Lebens. Das habe ich letztens festgestellt. Das ist ein bisschen ein weirder Move, to be honest. Ja, Bandit müsste den halt easy peasy rausnehmen. Aber ist nicht schlimm. Dass der Protect kommt, finde ich ein bisschen crazy, to be honest. Ich meine, ich habe auch immer noch die Option mit Dragapult und Dynamax und so, ne? Was kommt jetzt? Okay, meine, was ist halt der Dragapult-Counter bei ihm? Aber das ist fein. Ich gehe jetzt einfach Steel Beam und Dragon Darts. Im dümmsten Fall verliere ich beide. Vorausgesetzt, also wenn er Dynamax hat er sich einen Vorteil verschafft, zumindest im Grundsatz, aber dann hat er keinen Trick umgesetzt. Double Protect ist halt auch so ein bisschen keine Lösung für ihn. Mudsdale jetzt rein, das wird schon mehr eine Lösung, weil ich verliere meinen Duraludon. Hundertprozentig, weil Steel Beam killt mich halt. Das ist so ein bisschen. Ich wollte es halt einfach mal testen. Hätte ich jetzt Dynamax, okay. Aber vielleicht hat er damit auch gerechnet. Und ich glaube, er hat nämlich eine Weakness Policy da drauf. Ja, so dort Mudsdale rein. Geysir. Das sind Geysir. Ja. Macht Sinn. Aber das Gute ist, ich kann dann halt einfach. Auch mal die Animation ist auch nicht ganz schlecht. Cool. Moin. Bums, bums. Boah, guck mal, wie viel Schaden das macht. Holy Botzen, ey. Das kann sogar sein, dass ich jetzt mit Dragon Dart das Mudsdale rausnehme. Manibus halt, nee. Yes, okay. Klar, der V-Play killt mich jetzt, wenn er kommt, und davon gehe ich aus. What the fuck? Hey, okay, nehme ich. Also, wirklich, nehme ich. Ist gekauft. Weil, was will er jetzt dagegen tun, to be honest? Ich glaube, er kann dagegen nichts mehr machen. Ich glaube, ich hebe mir auch die Strat so ein bisschen auf, oder? Ja, komm. Das Ding ist, ich glaube, dass das Manibus sehr physisch defensiv ist. Wenn ich gucke, wie wenig Schaden der Bandit Dragon Lord macht. Ich meine, es ist nicht mal ein Two-Shot. Mal um zu sagen. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe mit dem Max Geyser in den Slot. Ich könnte jetzt mit Dragapult rausgehen und in Colossal reingehen und hole den Nandorsch wieder rein. Das könnte ich machen wegen der Red Card. Wobei, wenn er Dynamax halt, wobei der trifft mich ja eher mit, der trifft mich ja mit Mandibuzz. Red Card aktiviert sich natürlich nicht. Dann, okay, ich reveal es vielleicht mal nicht. Ich opfer. Ich wisst ihr was? Ich opfere ist Dragapult, weil er wird ihn nicht Dynamaxen. Okay. Ja, spannend, ob ich das rausnehme. Ich meine, er wird vielleicht den Trick Room jetzt setzen, aber ganz ehrlich, ich bin fein damit. Ich bin vollkommen fein damit. Und ich kann halt das Mandibuzz extrem gut anschippen. Ja, Dynamax. Macht auch Sinn, to be honest. Aber ich glaube, das Inteleon überlebt die Attacke und ich denke eher, dass sowieso das auf Dragapult geht. Weiß nicht, ob er weiß, dass ich locked bin. Keine Ahnung.
Ich meine, es ist so ein bisschen sein Out mit Dingsbums. So, ich bin mal gespannt, wie viel das macht. Ein Crit will mir natürlich sehr krass helfen. Ja. Aber na gut, Chips zumindest sehr krass runter. Und der Max Geyser bringt mir jetzt erstmal den Regen raus. Und ja. Ich würde vermuten, mit dem Regen ist es sogar ein Two-Shot. Wobei das Snarl mich jetzt wahrscheinlich kaputt wird. Aber dann ist es halt so. Special Attack Fell ist fein. Max Might ist die Frage auf was. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Also es ist dieses Verwirrungsgebönse, ne? Ja, ich bin confused. Das kann natürlich jetzt nochmal ein bisschen blöd enden. Aber ich habe ja noch Colossal. Der kann zumindest, also er ist zumindest schneller als Hatterene. Und ich sehe auch keinen Grund, dennoch jetzt nie auf das Hatterene anzugreifen, to be honest. Ich könnte natürlich auf Max Garden und predicten, dass er auf Dingsbums geht. Ich bin mit Colossal auf jeden Fall schneller als der Schicksal. Ich glaube, ich gehe auf Burn Up. Gehe auf Burn Up? Na gut, Resist, dann keine Fairy Type Moves mehr, ne? Ah, Engine Power reicht mir auch. Ja, komm. Die Verwirrung kann dann mal richtig ekelhaft werden. Okay, Roost. Ui. Mal spannend. Eigentlich müsste er auf Dingsbums gegangen sein. Aber mal gucken, was passiert. Macht halt nichts. Wenn man sieht. Meinst du? What the fuck? Okay. Ich weiß nicht, ob das so ein krasser Read von ihm war. Das ist schon krass. Ich ist nie erwartet, ehrlich gesagt. Aber gut. Könnte ich jetzt hier protecten? Die Frage ist, haut wird Max Geyser Mandibus rausnehmen, weil der nervt halt schon. Mandibus nervt. Und ich hoffe, dass er jetzt auf Dino Wall geht. Aber. Wahrscheinlich überlebt das sogar. Es war ein 150er Base-Angriff im Regen, aber. Also ich überlebe zumindest noch einen Max Mindstorm. Okay. Das hätte mich jetzt echt gerubbelt. Mal sehen, ob das reicht. Ach, danke. Okay. Jetzt ist die Frage, ob er den Read gemacht hat. Er geht wahrscheinlich mit Talion, oder? Ne, er geht wieder auf Colossal. Nice. Okay, wir gehen alle beide zurück. vollkommen fein für mich. So prinzipiell. Prinzipiell. Ich gehe jetzt auf Hydro. Will ich Hydro Cannon oder lieber Snapshot? Eine gute Frage. Also, bin ich noch verwirrt? Weil das ist nämlich jetzt wirklich der entscheidende Faktor. Infusion? Hier aber nee. Psychic Terrain ist draußen. Ich glaube, ich muss den doublen. Und ich, ganz ehrlich, ich gehe da drauf. Ich gehe für den Bait. Und wenn es kein Payoff ist, ist es halt kein Payoff. Das war eigentlich ein Fehler von ihm, to be frank. Okay. Dadurch, dass ich jetzt nicht mehr verwirrt bin, kann ich jetzt einfach doublen. Und ich glaube, das müsste reichen. Sollte. Das sollte.
glaube, wenn er jetzt noch ein Out hat, also die Verwirrung wäre halt so sein Out gewesen, aber ich glaube, minus 1 im Regen müsste er halt trotzdem noch gut Schaden machen. Plus High Critical Hit Chance. Jetzt bin ich gespannt. Killt das? Aber das habe ich trotzdem gewonnen, weil dessen Gleam killt mich nie. Nee. Also es ist acquitted, aber nee, keine Chance. Hat sogar einen Crit on. Deswegen habe ich vor uns auch Lipo King Burn up gedrückt. Damit ich diese Fairy Type Attack noch tanke. So. Dann können wir ja jetzt abgehen. Ja, das haben wir gewonnen. Das war aber auch so ein bisschen das Best-Szenario für mich, to be honest. Gut. Ich glaube, sein Misplay war auch, dass er vor uns protected hat. Da hätte er angreifen müssen. Ehrlich gesagt. Und dass er einen Talion nie angegriffen hat, ist eigentlich auch ein Fehler gewesen. Erstmal GG an Dan. War ja am Ende trotzdem close, ne? Aber hätte die Verwirrung nicht getroffen, dann wäre es eng geworden. Ich glaube, dann der Burn-Up hätte zwar dann durch den Boost tatsächlich noch den Kill bekommen, aber das wäre wesentlich schwieriger geworden. Aber naja, lief gut. Erstmal ist die Frage, ob ich das selbe Szenario nochmal mache. Das Ding ist nämlich, dass. Also, ich würde am liebsten Morgrim gegen ihn spielen. Nur macht Morgrim nichts. Weil der leider Mandibus hat, Dark-Type, und der hat Hatterene. Ist halt problematisch. Wir haben auch von Mandibus, glaube ich, nur Roost und Snarl bisher gesehen. Das heißt, vielleicht hat er gar keinen V-Play noch. Also, ich irgendwie verrückt fände, wenn Dan sagt, er hätte ein schlechtes Dragapult-Matchup, spielt dann kein V-Playoff, weiß ich was. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder er will es nie revealen, kann auch sein. Blablab. Die Frage ist, was ich jetzt mache. Ich glaube, er will ja unbedingt den Trigger Maus bekommen. Das ist, glaube ich, so sein Main-Out. Und Double Dragon ist eigentlich schon ganz gut gewesen. Das Ding ist aber. Ich glaube, Inteleon ist schneller als sein Heal-Disk. Ich glaube, ich könnte tatsächlich mal mit Dragapult Inteleon bumsen. Je nach Lead entscheiden, ob ich dann tatsächlich noch was anderes mache. Will ich hier Rillaboom? Das ist jetzt eher die Kernfrage. Ich glaube tatsächlich, dass er diesmal Sun Mode probiert. Mit Waldblumen. Irgendwie habe ich so Morin. Und After You. Könnte aber auch tatsächlich mit Hatchling probieren. Eine gute Frage, du. Trocko ist schwierig zu handeln. Ich glaube, im besten Fall muss ich halt, oder im schlimmsten Fall, einen Early Dynamax machen. Und ich glaube, ich gehe eher mal in die Richtung jetzt. Oder soll ich? Ich glaube, das ist doch besser. Schwierig. Schwierig. Fake Out wäre natürlich auch ganz nice, ne? Neat. Mach ich denn das? Ist da was? Ich mach das mal so. Wir nehmen jetzt mal kein Kolossal mit. Weil, also der wird mir hier zu sehr gethreatened. Ja. Wenn es in Game 3 kommt, dann mache ich den Colossal Play, dann spiele ich Flamethrower mit G-Dynamax Colossal Windchip. Also wir haben ja schon mal die Info, dass das Hatterene Protect und der Link Gleam hat und wahrscheinlich Psychic oder Psyshock. Wir haben dann ist der Lead für uns, sehe ich gar nicht mal so bad, du. Nee, tatsächlich nice, um ehrlich zu sein. Ich
Das Ding ist, es ist ja sehr. Das kann natürlich sein, der Dynamax jetzt, ne? Wissen aber auch, wie viel das Stevie gemacht hat. Und das war richtig guter Schaden, to be fair. Und ganz ehrlich. Ich gehe jetzt mit dem Stevie nah drauf. Und. Was würde er denn haben? Und geben einen Fake-Out vielleicht auf Feuerstein? Wenn wir Early Dynamaxen. Ja, komm, wir machen es. Wir sind heute mal hart drauf. Weil ich. Eine Dynamax-Form killt mich, ein Stomping Tantrum oder ein EQ nicht. Kann auch sein, er hat auch EQ drauf. Ein Nanobass wird auf jeden Fall in die Dynamaxen. Das glaube ich nicht. Ich denke, dass er eher auf den Snarl gegangen ist. Oder man hat Breakthrough. Das kann auch sein, weiß ich nicht. Oder Taunt? Nee, aber. Wird Dynamax garantiert Mudsdale. Und ich denke, dass mindestens Duraludon dann genug physischen Bulk hat, um das zu tanken. Und ich vermute sogar, dass wir mit zwei Max Steel Booms den rausnehmen können. So, wird das Dynamaxen? Vermute mal, dass er auf Max Quake gehen wird, also erhöht er seine Spezialverteidigung. Bei uns wird die Verteidigung erhöht. Only so bad, um ehrlich zu sein. So, Max Quake, genau. Wenn er kein Crit landet, dürfte es uns das auf jeden Fall nie killen, weil wir haben ja jetzt plus 1 Death. Genau. Das heißt, wir überleben sogar noch einen in der nächsten Runde. Das Betstep juckt mich jetzt erstmal nicht. Das heißt, wir gehen nochmal auf einen Max Steel Spike und gehen auf einen Woodhammer. Also sein größter Play wäre jetzt Dynawall und Snarl zu drücken. Ich ignoriere erstmal das Mandibuzz. Erstmal. So, macht natürlich weniger Schaden, logischerweise. Und ich kill den jetzt auf gar keinen Fall, aber er möchte den Bulk aufnehmen. Woodhammer. Boom, boom, boom. Oh, nimmt ihn raus aus dem Crit. Okay. Blubboom. Oh, wir haben keinen Woodhammer, wir haben ein Beating, ne? Ich wollte eigentlich einen Woodhammer die Woche spielen. Oh, wird doch ein, doch. So, Snarl. Genau, was erwarten. Tatsächlich sind wir aber in einer sehr komfortablen Position, um ehrlich zu sein. Weil das Gute ist, wir könnten tatsächlich dann nochmal Lightscreen drücken, wenn wir da Bock drauf hätten. Und jetzt ist die Frage, was mache ich? Was, um mich einzuschläfern? Nee, ne? Meine, was ist physisch sehr offensiv? Die Frage ist, hat er einen Sash auf dem Heliolisk? Den Attack Drop, der bringt mir halt nichts. Dann, das heißt, ich gehe jetzt. Schwierige Kiste, du. Geh jetzt auf Max Tier Spike in Feuerstein. Und gehe auf den Stomping. Und Sunny in der Hoffnung, er killt mich nicht. Gut, hätte Bot zu erwarten, aber das Gute ist, dann kann er ja nur einen Snarl oder Roost drücken. Ich meine, ihn interessiert er sowieso nicht. Wirklich. So, jetzt gucken wir mal. Ja, das Stomping Tantrum geht ja dieses Leere. Ist ein bisschen blöd. Was nicht schlimm. Ich hab den avoided. Nicht war so schlimm, to be honest. Aber wir könnten jetzt nämlich noch den Lightscreen setzen. Er hat seinen Dynamax ja schon geburnt, wir unseren auch. Haben unseren aber, würde ich denken, besser eingesetzt. Die Frage ist, was er jetzt einsetzt, weil ich würde denken, wir gehen jetzt einfach in Dragapult.
Und wollen wir was knocken? Ich bin halt jetzt frei in der Entscheidungsgewalt, ne? Das Ding ist, ich bin halt minus 2. Das will ich eigentlich nicht machen. Und ich glaube, er könnte mich halt rausnehmen mit ziemlich allen. Das heißt, ich mache das mal so. Und ich gehe mal auf Knockoff. So, das ist mir eigentlich egal, ob er das drückt, weil er muss eigentlich angreifen. To be honest, mit Hyper Voice oder sowas. Vielleicht wird er auch Hyper Beam. Who knows? Hyper Voice, genau. Aber das killt mich jetzt, ne. Knapp. Wir fahren Crit. So, Hund. Okay, ja, ist Life Orb. Mit Life Orb runter. Killt natürlich jetzt, ne, aber jetzt kommt vielleicht das Snarl. Roost. Okay, ist okay. Wir haben Inteleon in the back. Und Duraludon, Scarf, das heißt eigentlich ganz gute Voraussetzung. Und wir sind schneller als Sunny. Insofern. Und soll ich mir den Fake-Out mal aufheben? Das ist jetzt eine gute Frage, du. Was hat denn der auf der Mandy was für ein Item? Ich hebe mir den Faker auf. Ich gehe jetzt in Duraludon. Auch wenn das sehr riskant ist, das gebe ich zu. Aber da sein Nen mich schon geburnt hat, kann der Faker mir durchaus noch behilflich sein. Und ich bin schneller als Sunny. So, damit ist Sunny down. Und man sieht, ob mir jetzt den V-Play revealed. Da bin ich jetzt gespannt. Genau. Den haben wir nämlich vorhin nicht gezeigt. Das habe ich mir schon gedacht, ehrlich gesagt. Aber es ist vollkommen okay, wirklich fein. Weil. Er wird 100%ig Hattery mit haben. Ja, natürlich. Non-Dynamax ist es aber gar nicht so in Gefahr. Und er wird 100%ig wieder auf den Protect gehen, gehe ich mal davon aus. Oder er ist sehr ballsy. Wisst ihr was? Manchmal, wenn er jetzt Dazzling Gleam drückt, dann hat es verdient. Danke. Meine Hoffnung war nämlich, dass er Protect drückt, dann kann der Fake Out in Mandibuzz gehen. Was erstmal ganz nice ist. Ich drücke den Nightscreen. Und ich krieg das Mandibuzz auch mit Dingsbums weg. Wechsle jetzt erstmal in Lady Maria. Damit ich am Ende mit einem gut platzierten Steel Beam das Match noch klären kann. Geht's erstmal mit dem Woodhammer, dann fliegt nämlich auch Rillaboom wieder raus. Durch den Recoil, aber das ist nicht schlimm, weil ich vermute, wenn, dann drückt er entweder Snarl oder boah, guck dir den Schaden an. Single Target ist zwar scheiße, na, und also kann sein, ich habe ein Problem jetzt, weil mich der Dazzling Gleam killt, aber ich hoffe es mal einfach nur. Gut, Single Target wird halt trotzdem böllern, aber durch den Lightscreen hat er uns sehr geholfen. Das heißt, wir könnten jetzt tatsächlich einfach Thunderbolten. Beziehungsweise. Wie macht denn der Steel Beam? Er macht ja Maximum Schaden, oder? Wie viel Accuracy hat er? 95.
Das Ding ist, drückt er den. Nehmen ihn ja so oder so raus. Ist Frage, wie es riskieren. Ne, ich riskiere es nicht. Ich drück Thunderbolt, drück Snipeshot, da ist absolut kein. Also gibt's doch, da gibt's eine Gefahr. Wisst ihr was? Ich drück das jetzt. Steve-Beam, Snipeshot. In Zweifel reicht wahrscheinlich dann ein. shit. Oh shit. Also ich nehme es jetzt raus, das Ding ist nur. Drückt er jetzt Roost? Und drückt er V-Play? Oh, okay. Ich denke, das könnte man trotzdem gewonnen haben. Wenn die Hydro Coin. Wenn die, warte mal, ich kann. Wenn ich Haste drücke, ne? Wenn ich Haste drücke. So, Stat Changes in Back. Da drückt Roost. Ist noch nie verloren. Lightscreen haben wir noch eine Runde, ne? Okay. Weiß nicht, wie viel der V-Play macht. Aber. Weil ich nicht Bock auf eine Runde, to be honest. Puh, soll ich die Hydro Cannon wirklich testen? Also, wir haben jetzt gesehen, wie wenig Steve-Beam eigentlich gemacht hat. Aber die Frage ist, also wenn er V-Play drückt, kann das mich killen, ne? Schwierig, du. Aber wir müssen es riskieren. Wenn er jetzt Snow drückt, ist cool. Wenn er V-Play drückt, war es das. Würde ich denken. Ja. Kann sein, dass er gewonnen. Ja, schade. Schade. Hätte ich Hydro Cannon gedrückt, hätte ich ihn wahrscheinlich gekillt. Okay, dann halt noch eine Runde. Hatte ich keinen Bock drauf, to be honest. War ich am Ende tatsächlich zu greedy. Ja. War ich am Ende zu greedy. Hätte ich Save Thunderbolt gespielt, wäre das ganze Ding ein bisschen anders gelaufen. Aber naja. Hatte ich eigentlich keine Lust drauf. Ich habe so safe angespielt und dann knallt es weg, weil ich gedacht habe, ich kann es mit Steve rausnehmen. Tja, das ist der Unterschied von zwischen Modest und Jolly. Timid und Modest Willen. Hätte ich Thunderbolt gespielt in den Turn, hätte ich gewonnen. 100%. 100%. Yep. Das ärgert mich. Das muss ich zugeben. Das ärgert mich sehr. Ich hätte wahrscheinlich einfach für die Hydro gehen sollen. Aber naja. Ach, das ist ärgerlich, wenn man eigentlich weiß, man hat so sicher gespielt und dann verkackt man es, weil man die Kalks nicht kennt. Weil ich kann die Kalks ja nicht, ich kenne ja nie. Ah, ich weiß nicht, wie viel Bulk sein Mendebus hatte. Wahrscheinlich so Max Bulk. Jetzt Snow, Roost. V-Play. Hat sie noch Rückenwind? V-Play, Tailwind. Frage mich halt wirklich, weißt du was? Wisst ihr was? Ich will den Chip jetzt. Ich will den Chip. Ich spiele jetzt so. Duraludon ist sehr klatschig. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass mir Rillaboom hier am wenigsten gebracht hat bisher. Und auch so insgesamt
nie so geil aussieht. Deswegen nehme ich die vier mit. Weil irgendwie denke ich jetzt, dass er diesmal Wahlblumen auspackt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass das diesmal passieren könnte. Und jetzt ist Zeit für G-Max Colossal. Es ist Zeit. Es ist einfach Zeit. Wir wissen jetzt, dass er das Live-Orb-Healer-Risk ist. Wir wissen nicht, was es für eine Bäre ist auf dem Mendeboss. Vielleicht eine Antifeen-Bäre? Wir wissen noch nicht, was das Item auf Hydreigon ist. I'm fine. Colossal tankt so einiges. Würde man nicht denken. Könnte natürlich auch das Burn-Up gehen. To be fair. Aber wir gehen auf den Max Vocalite. Gehen auf den Flamethrower. Also ich weiß, dass mich das Matz denn hier rausnehmen wird. Das weiß ich. Ja. 100%. Die Frage ist halt nur. Oh, nice. Der Dynamix, also nee. Wobei, stimmt, das Matze könnte auch langsamer sein. Der hat so eine ganz komische Speed-Synergie, ne? Der spielt kein einziges Mal Trick Room. Hat aber fast nur TR-Mons dabei, wobei. Aber Matze ist für TR-Mons, aber der ist halt so Counter gegen so vieles. Na gut, der Dynamix. Die Frage ist halt, können wir ein plus 4 EQ-Bums von dem Matze erleben? Ich denke nicht. Nee, ich denke mal nicht. Deswegen wollte ich eigentlich das Burn-Up drücken, aber der Kernpunkt ist, dass ich halt unbedingt den Chip haben will. Und weil er wird mir extrem helfen, denke ich. So, Rocket League killt natürlich nicht, aber killt ja mit Chip. Ne, es geht im Leben, killt es nicht. Das ist tanky, aber es macht guten Chip. Und das reicht mir eigentlich. Hat er keinen Rock-Type, insofern ist er nie immun dagegen. So, Snarl, cool, Earthquake. Ist fein. Da muss gar nicht mehr machen. So, Quick. Ja, gut, es ist plus 4 von der Maske, ne? Also. Aber mal realistisch. aber es geht um den Chip. Es geht wirklich um den Chip. Eine Haube bekommen. So. Ding, 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 ding. Jetzt der Boost ist natürlich ein bisschen bitter. Das, will ich mal nicht verheimlichen. Kann sein, ich habe das auch wieder verloren, weil ich halt so greedy war und mit Colossal gedealt habe, aber ich wollte das irgendwie, habe ich Bock drauf gehabt. Phantom Force, nee, King of Dragonlords. Und? Frage ist, was er angreift. Brauche ich einen Full Health Intellion? Nee, ne? Nö. Komm. Vielleicht geht er auf Max Steel Spike, kann auch passieren. Nimm's raus, bitte nimm's raus. Yes, thank you. Mr. Dragonfield. So. Macht auch ganz okay einen Schaden. Ich hoffe, er geht auf den Dualism-Slot, weil der Hatterine halt gefällt wird.
Blue Boy. So, wir hängen am Sash, was vollkommen fein ist. So, das Vulkalit-Ding ist halt schon ganz cool. Mhm. Der Spezif Boost von ihm ist halt schon Mörder. Zuko? Ah. Oh, wer da ist. Das ist tatsächlich die dümmste, also das dümmste potenzielle Szenario, was hätte passieren können. Das will ich mal nicht reden. Aber willst du nix? Na? Will das Protect mit Zuko? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Oh, nice. Ja, damit ist Italien raus, ne? Ja, weil außer ich krieg ein paar Crits, aber das wird, glaube ich, nicht in Aussicht gestellt. Nee. Das Lustige ist, hätte ich Snipeshot in das Ding gedrückt, hätte ich es wahrscheinlich rausgenommen. Oh. Lustig, ne? Aber leben. Nice one. Um ehrlich zu sein, wenn wir die zwei jetzt rausnehmen, und die Chancen stehen gar nicht mal schlecht, war das Ding gewonnen. Weil Duraludon das Ding anreißt, wenn Hatterene das letzte Mal ist. So. Wir gehen jetzt auf die Hydro. Einfach weil wir es können. Und weil wir mit Dragon Lords auf jeden Fall das Master rausnehmen. Weil wir sind mal Bandit. So. Los. Das. Och ne, komm, ernsthaft? Ach komm. Prozent Kösi. Fick dich doch, ey. Das ist so lächerlich. Das ist so ultra lächerlich. Ja klar, sind wir schneller, das bringt uns so nichts. Wie ich machen? Bin halt scarft. Kriegt ja nie beide raus. Hm. Mein. Ich kann halt angreifen, was ich will immerhin, aber. Minus 2. Hm. Ja, das bringt ihm halt nichts. Weiß aber jetzt Zuko protected. Ja, aber wahrscheinlich ist das sein Play, aber ich muss es ja drücken. Bringt ja nichts. So, protect. Jo, 100%. Ne, mach du ne. Hey, ich miss nie. Wow. Cool. Ja, jetzt krieg ich minus 2. Ich resiste zwar, glaube ich, fast jeder, wobei der hat Weather Ball bestimmt, ne? Nee, Dark Pulse, okay. Was ein Crit? What the fuck? Okay. Ja, cool. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Ja, GG an den, aber das, also, nee. Ganz im Ernst. Das zweite Game habe ich geschmissen, aber das letzte war halt. Nee. Vor uns habe ich die Hydro nie gedrückt, jetzt habe ich sie gedrückt und ich miss trotzdem, ey. Nee, komm. Lass mich in Frieden, ey. Was ein Bullshit. Cool. Ja, sorry denn, dass ich da jetzt ein bisschen salty bin, aber ich finde halt, ich habe das. Das ist nicht böse gemeint, aber ich finde, ich habe das echt besser rausgespielt und dann machen solche Misses mich kaputt. Im zweiten Game habe ich es halt selber weggeworfen, aber jetzt. Ich meine, das Ding ist, ich hätte das Torkoal rausgenommen, ich hätte. Und der Dragon Drops in der nächsten Runde hätte halt
das Intellion rausgenommen und dann hätte ich gewonnen, so, ne? Das ist so, so lächerlich und dann hätte ich ja noch Dragapult dran, hinten dran gehabt. Duraludon, Scarf Duraludon. Alter, nee. Nee, was will ich denn dazu sagen? Wow. Einfach wow. Cool. Jo. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich muss jetzt erstmal mal Salz abbauen. Ich gehe mal ins Salzbergwerk. Und freue mich mal wieder durch RNG aus der Spielwoche zu fallen. Cool. Macht Spaß. Wir sehen uns nächste Woche oder so.